Willkommen zurück zu One Piece, Unlimited Cruise One, der Schatz unter den Wellen. Im letzten Part sind wir ein bisschen auf der Wüsteninsel, ich weiß gar nicht, wie sie hier hieß, umgewandert, haben den ersten Stein gefunden für die erste Prüfung. Hier ein Möbel. Oh, das ist ein Möbel weg. Und ja, dann schauen wir mal, was wir hier so entwickeln können. Riesenschalter Kabuto, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich für Lysop eine neue Attacke. Ich weiß nicht, wo wir eigentlich zuletzt so stehen geblieben sind. Ja, das ist schon wieder länger her. Größere Item-Tasche. Mache ich auch mal direkt. Das war eigentlich das Beste. Kann man es nicht irgendwie überspringen? Also ich meine, das konnte man irgendwie überspringen. Keine Ahnung. So, die größere Item-Tasche haben wir jetzt natürlich gebaut. Wieso können wir das da machen? Ein Angel-Upgrade machen. Oh. Muss dazu zu hier jetzt eine Sequenz kommen. Also in zwei Teilen sind ja auch lustiger, muss ich sagen. So. Medikamente. Stimmt. Irgendwas mit Medikamenten müssen wir auf jeden Fall herstellen. Haben natürlich neue Sachen gefunden. Ist das eine 7? Ja, ist eine 7. So, ich war gerade abgelenkt. Dann schauen wir mal kurz. Missionen. Schluchtinsel, sie hieß sie. Und die Mission, die stille, uralte Kreatur. Scheiße, Geheimnis von Knochen müssen wir unterwegs wieder einfangen. Lebenskraft spendere Präparat 0, 2 und 3. Okay. Dann füttern wir mal. Irgendwas, was gut ist. Die Eier bringen nicht viel. Hier das Holz bringt auf jeden Fall etwas. Das ist mir wieder zu wenig. Hab ich noch. Das war dumm. Hier im Lager. Füttern. Nehmen wir hier mal die ganzen Kokosnüsse. Denn ich glaube, die werden wir erstmal nicht gebrauchen. Hier die restliche Ranke kann auf jeden Fall auch noch da rein. Die goldene Kugel heben wir uns noch lieber auf. Hier diese Linse. Naja, Eier will ich nicht. Die Impact, die als auch nicht. Oder die Fragment besser gesagt. Vom einen brauchen wir 3. Vom einen brauchen wir 1, davon 2 ordnen. Was brauchen wir noch? Die Kapsel brauchen wir. Die Kapsel. Das müsste dann die Heilkapsel, glaube ich, sein. Erstellen wir die mal. So, die Heilkapsel. Ja, ja, ja. Heiltrank. Oh, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht gerade, was los ist. Es ist dieses Wetter. Vielleicht hört man draußen, die Kieler Woche ist angefangen. Ja, die Kieler Woche. Wo ich wahrscheinlich nicht hingehen werde. Ich finde es nichts Besonderes. Ein Alkoholikerfest. Nein, also. Nee, es ist falsch ausgedrückt. So ist mich nämlich durcheinander gekommen. So. Am Anfang war es ja mal so viel. Schiffe war das mal ja was. So. Wir haben alles, nur die Knochen. Gut. Dann kann's mal losgehen auf die Insel zum nächsten Bosskampf. Okay, zur Schluchtinsel. Der Rest weiß ich nicht, mit wem spiele ich heute so ein bisschen. Ich würde sagen mit Ruffy, wenn ich schon gleich bei ihm bin. Oder? Ich habe auch gerade irgendwie Lust auf Lysop. Ah ja. Ich nehme mal Robin. So. Was hat sie denn alles? Ah, ich habe nur die Attacke drauf hier. Sieht man auch gerade recht. Oh. So. Endlich mal eine neue Attacke. So. Ja.
kann man nicht viel machen. So, der Weg ist noch versperrt. Die Echsen brauchen wir erstmal nicht. Was ich nicht vergessen darf, die Knochen. So, jetzt juckt es mich ja gerade. Das ist sehr blöd. So, ja, fliegt mir hier weg, alle. Bambus brauche ich jetzt eigentlich. Naja, brauche ich eigentlich immer. So, immer hier schon angreifen. Wo kommt der einen hin? Zack, alle weg. Den habe ich doch kaum geguckt. Naja. Hier Heilkraut. Und Bittercross. Oh, meine Nase. So, ein Knochen haben wir. Wow. Ich treffe... Wow, wow, wow. Immer hier schön aufpassen. Ja, es wird gerade ein bisschen langweilig vielleicht. Aber es muss sein. Hat schon sein... Und wir haben auch das sechste... Die sechste Karte da. So, ich kann auch nämlich anvisieren. Das ist sehr schön. Jetzt schaue ich mal kurz für Robin nach. Was ihn nämlich noch braucht. Da die Schüttelattacke 44 AA. Dabei erlernt nicht noch die eine Attacke. Das ist sehr schön. Flora Power. Auf 5. Gut. Also AAA auf. Nein! Eine Gummifrucht. Mist, das Holz brauchte ich. So, ja, so kann man. Also Robin geht eigentlich schnell zu leveln. Aua. So, die Gummifrucht, die würde ich gerne noch mithaben. Das Beste sind hinter mir, ich brauche sie nicht mal anzupacken. Das finde ich geil. So, ich versuche hier nochmal mein Glück zum Käfer. Ah, ich sehe auch schon einen. Ja, diesen süßen Saft könnte ich noch gut gebrauchen und wir haben es geschafft. Sehr schön. Kriegen wir den schönen Saft? Ja, den kriegen wir. Wow, da ist ja noch eine. Eine Doktorbiene will ich auf jeden Fall auch einmal haben. So, das hätten wir auch. Ich wurde angesprochen, ob das ein 100% Let's Play wird. Wahrscheinlich nicht, denn ich selbst hatte es noch nie durch. Das heißt, auf meinen regulären Spielstand, den ich hatte. Mist, habe ich ja gelöscht. Da war ich so weit, da fehlt mir, glaube ich, nur ein Gegner. Und das wäre Albtraum Ruffy. Ja, bis zu denen kam ich, der ist ja hier auf der Insel versteckt. Und ja. Den habe ich nicht besiegt, der war echt zu stark. Keine Ahnung. Habt ihr, wenn ihr Spiel habt, habt ihr ihn schon besiegt? So, die Schüttelattacke auf 4 ist sehr schön. Dann würde ich das nämlich auf Level 5 bringen noch. So. Ein Holz, ja, sehr schön. So hätten wir nämlich das Holz, sag ich schon, die Knochen zusammen. Ach, die habe ich auch schon. Gut, die Schüttelattacke. So. Schön hinter mir bleiben. Oh, der lebt ja noch. Oh nein, das habe ich... Naja, ich würde sagen, vielleicht brauchen wir auch Robin gar nicht. Die Bosskämpfe bis jetzt waren ja noch einfach. Denn Robin ist ja schon so gut wie tot. Naja, sie ist... Noch brauche ich sie nicht, weil sie wird auch eine wichtige Figur sein hier für mich, auf jeden Fall. So, jetzt kann ich euch rattenmäßig leichter treffen. Scheißviecher, so. Ach, ihr seid schon tot. Die sind ja schon tot. So, jetzt sind wir hier.
Ich denke immer, da ist irgendwas. Ja, ein Gegner. Ah, ich treffe auch Gegner von oben und unten. So, sehr schön. Jetzt sind wir hier. Das war sehr dumm. Ich dachte, ich kann es ausweichen. Ich nehme noch ein bisschen Gift mit. Kann ja nie schaden. So, dann aktivieren wir das mal Ganze. Und schauen, was dieses Mal Gabri macht. Gabri, ne? So hieß er, ja, ja. Habe ich schon beinahe den Namen vergessen. Ah, oh, Brooke. Brooke und Frankie passen eigentlich ganz gut zusammen. So, der Weg zur Pflanze wäre da. Ich bin jetzt aber gerade überlegen, ob wir jetzt da wirklich schon hingehen sollten. Aber ich glaube, wir werden es mal irgendwie machen. Wir machen jetzt den Bosskampf. Hier ist er. Der Bosskampf. Überlegung, mit wem ich da zuerst reingehen sollte. Es wird auf jeden Fall nicht Robin sein. Das gehen wir dann mit Lysop rein erstmal. Nein, ich wollte gerade eine Attacke testen. Naja. Schauen wir, wer dieses Mal der Gegner ist. Und es sind diesmal zwei Samen. Dawn Creek und Captain Black. Ja, konnichiwa. Teme wa. Tanomu, taskete kure. Ore wa omae ra to arasou ki nante nee nda. Mou sono te ni wa norane yo. Damashi uchi no Creek. Yare yare. Sekkaku raku ni shinasete yarou to omotte ta no ni. しょうがねえな。東の海を制した俺の武力を見せてやる。キャプテンクロ。俺はその名を捨てるために俺を知る。それが俺の計画だ。昔の俺なら震えてただろうな。 今も震えてますよ。そいつ武者震いってやつだ。ねえ、ウソップ。まとめてかかってきたって負けねえさ。ならば、お言葉に甘えさせてもらおう。なあ、おうよ、百景の九郎。Kugel der tausend Pläne. 俺の計画を果たすため。 Gut, diesmal dürfen wir gegen zwei kämpfen. Also gesehen, zwei gegen einen. Bisschen ungerecht. Und dann noch mit Lysop. Das ist zwar, ja, ne. Anvisieren. So. Ich glaube, wir kümmern uns lieber. Direkt um Kuro oder auch Captain Black. Toll. Wenn man nur eine Attacke drauf hat, da kann man auch nicht viel machen. Naja. Kuro ist anscheinend aber so blöd und lässt sich davon treffen. Mit seinem Katzenkran. Ich mag ihn sehr. So, ja, ich. Ja, es ist doch nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. So, ich greife gerade den falschen. Ach, den Phoenix habe ich schon. Gut zu wissen.
sollte das denn? So, mit Zoro ist auf jeden Fall einfacher. Leider haben wir noch keine Spezialattacke drauf. Oh, die Attacke zieht ja richtig ab hier. Oh oh. Oh. Ich wechsle lieber schnell, denn ich möchte Zoro ungern verlieren. Dafür opfere ich gerne Nami. So, Captain Black wäre so gut wie erledigt. Komm, ich versuche das Ganze jetzt mit Zoro. Ja, Mist. Mist, Mist, Mist. Ah, wen opfere ich? Chopper, Chopper. Ja, mit einer Attacke, ich hätte mal jeden wenigstens mehr Attacken machen müssen. Das werde ich auch jetzt mal wenigstens machen. Nein, komm schon, ein Angriff. Dieser scheiß Todespuckel. Na, vielleicht hätte ich doch über Teston Creek erledigen sollen. Was? Tot? Von was ist das denn? Brook! Okay. Oh, wir konnten einen besiegen. So. Jetzt ist nur noch Don Creek dran. So. Natürlich hat er eine... Wow. Eine starke Verteidigung mit seinem Speer. So, ja. Ja, ich stehe direkt vor ihm. Jetzt sind ja so gut wie nichts. Aber ich... Ah, kommt und alle singt. Sein. Aber wenn man richtig trifft, dann kann sie abziehen. So. So, ja. Schön abziehen. Oh ja, Blue. Du bist besser als manche anderen Charakter. Wow, ach ja, er kann ja zweimal jetzt angreifen. Und jetzt mal mit MH5. Ist! War dumm, aber das sollten wir ja noch schaffen. Wir haben noch drei Leute hier. Ne, vier. Naja, die eine ist ebenfalls angeschlagen. Nehmen wir Sanji. Ach, er hat schon die eine Attacke. Schüttel doch! Ich schüttel mir... Wie sich das anhört. So. Das wäre ebenfalls geschafft. Auf jeden Fall echt härter. Naja. Wir sind mal 9 gegen 2. Auch wenn sie gegeneinander kämpfen... zusammen kämpfen... Ich muss gerade so ein bisschen überlegen. Ich glaube, es kommen auch keine Zweierkämpfe mehr. Es glaube ich, kommen keine mehr. Doch, einer wird auf jeden Fall noch kommen. Oder?
Doch, die müssten hier kommen. Der wird dann ein bisschen schwerer sein. Wer war denn da der zweite Boss? Keine Ahnung. Ach so, ja, nee. Ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben wir die zwei Gegner besiegt. Dafür gibt es auch natürlich zwei Schätze. Und ja. Schauen wir mal, was da drin ist. Mal gucken. In Truhe Nummer 1 verbirgt sich 5 blaue Früchte und in Truhe 2 rote Kugel. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao!